Hey Leute, hier ist wieder euer Dr. Duet mit einem neuen Video zur neuen Mythic Plus Woche. Diesmal Motherlord 16, den wir vor ein paar Tagen live im Stream gelaufen sind. Die dieswöchigen Affixe sind Tyrannical, Tyrannisch, Teeming, Wimmelnd, Volcanic, Vulkanisch und Infested befallen. Zu Beginn seht ihr eine Übersicht über meine Talents sowie Azeroth Traits, die ich eigentlich so gut wie in jedem Dungeon verwende. Die Azeroth Traits bleiben deshalb dieselben: Supreme Commander, Oberkommandant, Demonic Meteor, Dämonischer Meteor sowie Baleful Invocation, Unheilvolle Anrufung. Wie immer gilt, wenn euch meine Addons und Weak-Auren gefallen, schaut doch einfach mal bei mir im Stream vorbei, dort habt ihr auf alles Zugriff. Diesen habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und nun viel Spaß. Achso, ja, Marker, sorry. Training. Training ist ja so semi-geil. Achso, ich versuch's zu. Oh, really? Du warst X, ja. Pull mehr, das ist ja langweilig. Restyle. Wer spielt schon Assa? Selber schuld. Außerdem, wenn du big genug chains, dann ist es. Okay. Verstehe nicht. Ich bin auf Stern. Und eh nur Fan of Night. Endlich mal die auf Boystring achten muss, da kann man einfach hier die Ibis reinjagen, wie man lustiges. So viel mehr Bock. Oh, gar nicht instant nass. Feels good, man! Einfach random angecharged zu werden. Wir lassen ihn klettern. Gesehen, du hast einen 5er Roll, da habe ich mir gedacht. Hab ich nicht. Deck jetzt einen Bob. Hab ich nicht. Egal. Deck trotzdem einen Bob. Der Bob war sogar actually nice, weil gerade Akku von, ich glaube, 3 Viechern hat. Aber hast du nicht aufgeschossen? Könnte sein, dass ich meinen Maus gebraucht habe. Hat das gerade auf Max Range oder willst du zurückklettern lassen? Wir spielen den Goonie. Ich sehe schon diese Woche 19er Motherlord in Time. Oh, und dann nie wieder. Ja, wenn nicht in dieser Woche, dann tatsächlich nie. Wenn ich jetzt wandern! Nee, dann nie. Wir lassen ihn wieder reinklettern, ne? Okay.
dran. Oh, sieh ja die geil, rechts. Okay, Motherlord, können wir die Woche öfter laufen? Oh ja. Die Rute in meiner Hose sagt ja. Oh ja. Oh, er geht richtig big. Wir lassen die wieder klettern. Wartet kurz mit Schaden, ne? Wenn ich hier. Totenkopf. Danke, der neue Teil. Halt so, ich weiß es nicht. Es ist sogar noch besser als dieses Gefühl, wenn man in die Blubs und Schreien reinbürstet. Oh, weiß nicht. Oh. Oh, da geht aber mehr, ne? Wir lassen die ja klettern. Aber ja, da ging ja mehr hier rüber. Da geht alles. Wollen wir einfach alles in den ersten Boss rein. Aber mit Sky Potion hier im Kreis rennen und dann. Aber so, Alter, dafür muss es einen Rundenzähler geben. So, am Ende so, der Pull hat 37 Runden überlebt. Und dann spielen wir WoW-Card. Scheiße. Zählt mal blau bitte. Du willst den. du denkst dran. Sehr gut. Psst, ja. Oh, jetzt. Jetzt geht's los. Ja, das mit dem Schild tut mir leid, aber da werde ich jetzt drauf achten können. Haben wir eh nur einen Ranged. Die Unraged und wo lange bringe. Wer ist? Unraged, was? Unraged? Easy. Hatte ich, ja. Lucky. X-Lucky Skill. Hallo? Gouch into Hodge into 4. Hier, wir könnten 5er Arena spielen. Krass. Oh, das war früher so witzig, ne? Ohne Witz. Passiert, what the fuck? Nimm mal blau raus. Denk dann an den RCC auf blau. Falscher Mann, falscher Mann. Oder Targets. Den anderen lassen wir reinklettern. Sie werden gleich feststellen, dass da nur einer reinpasst.
Oder ist draußen. Okay. Und mittendrin, ja, dann müssen wir töten. Ja, oder versuchen, ja, aber das, nee, das ist schon alles drauf jetzt hier. Kein anderes Ding hier ohne Ende. Alles gut, ich hab dich. Bleib. Ich hab also gesagt, das ist PvP. Oh, ich hab Akku von dem, vielleicht können wir den. Denkt an eure anderen Marker noch. Ob es an X und Toten. Schade. Kannst du nicht mehr rausnehmen, die ganzen Pets ballern drauf. Naja, aber tötet Blaust, dann die Gunis. Und sitzt eure. Ja, ich stand die Gewohnheit dann. Selbst CDs geht los. Maske. So. Ja, hat ein bisschen gekostet, aber nicht viel. Aber der Target. Sind wir. Wenn ihr nicht kann, sag dir Bescheid. Bescheid! Du bist gar nicht eingeteilt. Also wenn so ein Pull in Motherload 16 noch gut geht, keine Ahnung, easy week. Ja. MB4-Shrine 15. Lass mich mal kurz meine Week on neu starten. Holy shit. Ich hab leckt's bei dir auch? Ja, 7 Stück hab ich gerade drin. Ich würde gern was mit Tate spielen, als da wär's. Ja, dann. Drei Gruppen. Ja. Hier halt ersten Boss. Nee, eure Marker. Das passt schon. Lassen die wieder reinkrapseln. Kein Maske. Oh shit, gib mir Bob. Muss ich mir schon hochschießen auch. Auch wenn ich es getuscht habe. Okay. Habt ihr diese Bob gesehen? Alter, die war bei 2% oder so. Das ist so toll. Ja, das gibt gar nicht. Wir lassen die wieder reinkrabbeln. Okay, wir haben Moment. Wir haben keine mehr, oder? Ja, warte. Ich setze gerade Marker. Wir spielen hier zwei Gruppen. Egal, für den Boss brauchen wir. Wir haben actually vor letztes Mal ein, zwei Packs noch mehr gemacht. Können wir jetzt auch noch machen, bevor wir dann nach dem Boss backtracken. Machen wir die jetzt noch. Ja, die hinterm Haus und die eine Gruppe davor noch. Ja, ich hätte doch cool uns hier ziehen können. Aber einfacher wird der Flash nicht. Okay, Marker sind gesetzt. Ja, guck mal auf den Passant-Ding, ne? Lol. Wait, what? Ja.
Das ist. Siehst du ja, es ist wirklich ein Witz, was die am Anfang. Einfach gar nichts. 2, 3 Interrupts einteilen, fertig. Das wird so Poggers die Woche. So, jetzt den Boss ordentlich spielen. Denkt an die Fußballer noch. Den ersten könnt ihr meinetwegen ein bisschen delayen, ne? Delayen, wenn es nicht passt, ne? Aber denkt dran, ich muss den Boss auch ziehen. Fußballer. Sich mit dem Popas zur Wand stellt, fliegt man nicht weg. Fußballer, die bitte instant, ich muss den gleich weiterziehen. Oh. Mach ich. Letzt noch. Oder so. Okay. Schockflower. Oh shit. Oh mein Warlock. Puh. Auf den einen Haufen Scheiße. Ah, okay. Er kickt. Kickt die Bälle rein. Vorsicht. Wolf. Vorsicht, wer da hockt. Ja. Guck mal, wo ich stehe. What the fuck, wo er hingekommen. Ja, das ist manchmal da ein bisschen. Blizzard und Hitboxen. Schaden. Tschüss. Schön. Beware. Fußballer. Muss ihn weiterziehen. Vorsicht, Klauen. Wieder weiterziehen. So, Fußballer. Ja, zieht durch, ich lasse ihn hier stehen. Wartet kurz, ich mache hier einen Backpull. Links den Goni zu erzählen. Ich will nicht mit Hälfte Leben den Wegpull machen. Ja, dann ist was. Nein, ein Erdformer noch. Danke für den Popper. Der Erdformer ist das Entscheidende. Die anderen können nichts außer Stein werfen. Guni mal zu zählen, bitte. Dem nächsten Sternchen. Haben dann in der nächsten Gruppe 2 Erdformer, die sind auch gemarkt. Die Steinlanze ist das anscheinend. Schild ist nicht so tragisch.
Hat er Bonus, aber Hauptsache die Lanzen. Ich hatte nur eben mega Lex, weil jetzt geht's. Ich hab mal alles ausgemacht, so. Warte, ich kann's nach dem, den Gunnis kurz machen. Warte, wenn's die Zeit. Okay. Sag Bescheid. Wir nehmen den Poll mit, by the way. Wir nehmen den Poll mit. Passt auf, dass ihr nicht einen Job holt. Mach auf Stern. Warlock darf auf Stern mithelfen. Jetzt ist dann zu Wasser. Muss Dribbeln. Da hinten ist noch einer, kann er nachher nicht kicken. Grip den ran. Dann den nächsten vom Ed. Ja. Okay. Mach den nächsten Interrupt auf Stern. Kannst du den banishen? Wir schaden gleich den nächste Grip. Sollten hier jetzt auch mit dem Pull dann ready sein. Wenn nicht, dann weiß ich nicht. Holen wir. Kennen, aber meint, wir brauchen noch irgendwas, aber nach dem nächsten Shroud. Actually, ich habe sowieso gerade noch Maske Cooldown. Ich will mal gucken, irgendwas Einfaches da noch. Goonies noch was? Nachscrollen bitte. Ja, mach ich. Ich sehe was, aber ihr müsst kurz chillen. Was gibt da einer? 0,8 reicht nicht mehr. Zieh die 3 hier mit. Ja, naja, der ist so ein dicker, das ist halt auch. Ist ja egal, einfach im vollen Stand. Ja. 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 Ich will auch eventuell hinten an die 3. An die 3, ja, ich sehe es, aber egal. Der ganze Dungeon ist ein Witz. Das ist jetzt nicht in den einen Deck. Nee, nee. Ich meine, der hier ist halt ein bisschen eklig, weil das kommt danach noch. Ja, aber besser, die zwei einzelne zu machen. Ja, ich dachte, die zwei werden. Egal, passt schon. Wir schauen hier. 2, 1. Alex, ich werde bei dem Boss ziemlich viele Stacks kriegen. Du callst mir Maske. Ins Warlocks dann gleich noch. Maske. Eieiei, 9 Sticks. Fünf Sticks drauf. Zack, Deck.
easiest boss of my life, I guess. So ohne Creeper? Easy. Keine Ahnung, den Boss kannst du dann legit mitziehen. So. Ja. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Healen aussah. Ich glaube, ich hatte viele Stacks. Ja, ich hatte auch viele. Ich musste, also ich habe halt mich selber gebubbelt und den Warlock gepoppt, dann ging's. So Legion war es ja durchaus gängig, man Boss into, also Trash into Boss gespielt hat mit HT. Ich glaube, du kannst ja, du hast hier nur keinen schönen Trash, den du in einem Boss hier. Du kannst. Du kannst die zwei Gruppen vom ersten Boss kannst du rein theoretisch echt den ersten Boss ziehen. Ja. Keine Ahnung. Der macht ja die ersten 20 Sekunden jetzt in den 20 Minuten Stück oder so. Er stirbt der Trash. Aber wir haben. Genau, ja, aber vor dem ersten Boss haben wir gerade einen Big Put 3 Packs. Aber im Boralus kann man echt überlegen. Boralus wird halt, wenn man den Wirbler macht. Also ich denke, wenn du Mars Rooters den Wirbler solo machst und dann reinziehst. Es stirbt doch alles instant mit HT. Ja, aber der Wirbler ist ultra gerne. Keine Ahnung, wir haben vorhin die zwei Gruppen gespielt und wollten HT dazu und hatten keinen HT dazu. Na, den Wirbler kannst du nicht zählen. Ja, nee. Du Mars Rootest und nimmst den Wirbler alleine. SS auf Alex. Ne? Das ist schon, das schon. Der Wirbler grippt dir auch random rein. Das heißt, wenn der den Hexer grippt und der Boss bei ihm steht, kriegt er so eine Boss-Schild und ist tot. Ja, lass mal kurz Fokus. Alex hat SS? Ja, ja. Okay. Ja. Let's go. Boing, boing. Hype-Mind. Hype-Mind. Ich nehme an, ihr wollt nicht mehr dass der Boss gleich bei einem Storm runterkommt? Bitte nicht. Sondern, dass er drei Storms spielt, oder? Ja. Weil ich kann das System ja beeinflussen, dass er gleich beim ersten Storm runterkommt. Können wir danach drüber reden? Können wir gucken, wie schnell die Ads fallen. Ja, eben, du hast halt sonst. Ja, genau, weil du brauchst halt normalerweise die Zeit mit den drei Storms für die Ads, deswegen. Ich habe 5 Sekunden gespart, wo ich sehe. Wie es steht. Mastercroll nicht vergessen. Schon passiert. Ich will bloß die Fischis anklicken, aber die wollen sich nicht anklicken. Ich stelle meine eigenen Fischis. Die am nächsten am Bosch stehen bekommst. Das wird der gedispert. Aber gut, Alex heilt auch. Was? Was? Ich heil schon, aber ich will jetzt hier keine CDs. Sag, hey, während der Bubble da steht. Ja, Bubble, wofür brauch ich Bubble? Tja. Den hat er cool. Nicht darüber. Geld. Beware.
Alles klar. Alter, diese Flächen, ne? Are you kidding me? Also ich weiß nicht, wer das programmiert hat, aber... Erstmal kündigen. Oh shit, bin noch rein. Oh yeah. Und die, ja, die Fläche, oh ne? Yeah. Mm, ja, Blizzard. Mm, Physics. Ist alles auf dem Heiler. Ja. Wir schauen, soweit wir kommen. Wir stacken hier auf dem Mond. Geile Shot. Dann auch schon mal den Marker, wo ich kann mich sogar verpissen setzen. War ich jetzt 5 Sekunden? Aha. Aha. Ja, wenn du early course, versuche ich noch in die Safe Zone zu ziehen, ne? Ja, wie heute halt. Ja, klar. Passt denn so die Marker oder ist irgendein Farbe ja, nee. Dabei? Ja, mir sein, dass rot und grün nur als grau sehen. Grau! Ich hätte noch näher rangehen können. Ja, dann portet ihn. Portstein. Portstein. Bin ich weit genug umgestorben, oder was? Wahrscheinlich nicht, ne? Will der Warlock auf Safe? Was soll ich? Willst du auf den Safe Spot, sonst geh ich hören. Yes. Okay, aber das ist kein Safe Spot dran, ist das echt nicht gut. Ach. Athen dazwischen quasi. Ich versuche anzusagen, was am besten ist. Ja. Nimm jetzt eh jegliche Minen ab. Blau. Macht 0 Damage, die Gatling dann. Okay, da kann ich reinkillen. So. Wenn du halt 4 weiter vorfliegst, nicht. Okay, Orange. Was? Ja, jetzt musst du aufpassen. Hast du den Boss aus einziger Range? Ich sehe die zwei Boss gerade hinten. Doch, hab sie. Die fliegen rum. Ist auf jeden Fall blau. Lila und Lila. Oh shit. Ja, egal, passt schon. Ja, ich hab mein Geld benutzt, rausgeportet. Aha! In 10 Sekunden. 3, 2, 1 hatte. Ja, dann komm zu mir, dann können wir den Boss gleich runterholen mit der nächsten Ding. Er sollte jetzt runterkommen nochmal. Ja. Wie? Ja. Bin dabei. Du siehst, wo ich stehe. Und wo ist der Boss? Ja, ist orange.
Gott! Die Ecken. Falls es nochmal kommen soll. Wie kannst du das halt beeinflussen? Durch meine Imps. Wenn der meine Imps mitcrusht, dann zählt das wie Pillar und dann kommt er früh runter.